Es geschehen noch Zeichen und Wunder. LG steigt wieder ins Geschäft mit den Tablets ein. Hier in Berlin auf der IFA, jetzt geht mir doch glatt das Display hier aus, haben die Koreaner nämlich ein neues Tablet vorgestellt. Das G-Pad, so sieht's aus. 8,3 Zoll IPS-Display natürlich. Quad-Core-Prozessor, 4x1,7 GHz, der Snapdragon 600 genauer gesagt. Schön flach und handlich. Gut, der Akku ist fest eingebaut, aber trotzdem, ich will auch euch jetzt gar nicht das Tablet zeigen. Da komme ich später zu, denn es geht mir eigentlich um eine Eigenschaft zusammen mit diesem neuen Schmuckstück hier. Das ist das L92, sozusagen der Nachfolger des Volks-Smartphone, kennen viele von euch wahrscheinlich. So sieht das Ganze aus und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen näher rangehen, damit man das hier sieht. Gefällt mir optisch ganz hervorragend, gerade hier unten mit diesem Inlay, das sieht, finde ich, richtig schick aus mit diesen beiden Lautsprecheröffnungen hier. Dann wird das hier so ein bisschen schmaler, dieser Rand ringsrum, oben und unten dann entsprechend breiter. Also sehr schön, sehr stabil und vor allen Dingen 4,7 Zoll, von der Auflösung her 720p, natürlich IPS, das heißt, ich habe wieder diese tolle Blickwinkelstabilität hier, also egal wie ich da drauf schaue, ich hoffe, man kann es gut erkennen im Video. Ich habe immer exzellente Kontraste und Farben, die sich da nicht verändern. Und vor allen Dingen der Trick dabei, wenn man das sich jetzt mal anschaut, das hier ist ja, Moment, jetzt bin ich ein bisschen zu dicht dran. Muss man ja dann beide mal in voller Größe und Schönheit sehen. So sieht das dann aus. Das ist das HTC One. Hat bekanntlich auch 4,7 Zoll Display. Damit man es auch glaubt, mache ich jetzt nochmal hier auch das Display an. So sieht das nebeneinander aus. Also identische Displaygröße. Aber wenn man die jetzt mal so ein bisschen aufeinander legt hier und ich versuche das jetzt so hinzukriegen, dass die Ecken auch wirklich unten aufeinander sind, dann merkt man, also erstens ist das One der ganze Ecke länger und auch ein ganz kleines Stückchen breiter. Das macht aber in der Breite enorm viel aus, subjektiv. Das liegt auch daran, man sieht es hier, also die Ränder sind, sehr schönes Bild jetzt übrigens, da kann man es mal ganz hervorragend erkennen, vor allen Dingen ihr auch, wie gesagt, IPS, dass man einfach mal sieht, wie das dann aussieht von den Rändern her hier. Jetzt will ich hier so. Also da hat man offenbar noch viel Platz zum Einsparen. Also dadurch wirkt das Ganze, obwohl es 4,7 Zoll hat, wirkt sehr viel leichter und handlicher. Und wie gesagt, sehr stabil, gefällt mir von der Optik ganz hervorragend. Vor allen Dingen muss man natürlich jetzt auch sagen, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe 8-Megapixel-Kamera, Videos werden in Full HD aufgenommen und man kann diesen Akkudeckel abnehmen. Das ist ja also für mich eine ganz wichtige Geschichte. NFC, wie ihr seht. Ich kann den Akku austauschen, das heißt, an einem langen Arbeitstag einfach mal einen Zweitakku reinhauen oder wenn das Ding irgendwann mal eben halt hinüber ist, einfach einen Akku selbst austauschen, wird natürlich billiger. Und ich habe einen Slot für eine SD-Karte, mindestens bis zu 32 GB können da noch intern nachgerüstet werden. Der interne Speicher 8 GB, da bleiben dann so noch ungefähr 4 GB frei von übrig. Ich weiß, das ist jetzt noch Beta, deswegen braucht man da gar nicht großartig nachschauen. Man sieht, ich habe hier wieder diese leicht geriffelte, also die Oberfläche ist glatt, aber es sieht so ein bisschen aus wie gespiegelt hier auf dieser, auf diesem Kunststoffrücken. Alles in Ordnung. Einziger kleiner Haken ist, es hat halt kein LTE. Dafür aber Dual Cell HSDPA, das heißt in UMTS-Netzen doppelte Empfangsgeschwindigkeit, nominal bis zu 42 Megabit pro Sekunde und vor allen Dingen ohne Aufpreis. LTE muss ich ja meistens dann eine andere Datenoption oder eine dicke Datenoption bezahlen und da hier habe ich da bei UMTS kein Problem und die Netze unterstützen sie in Deutschland ja inzwischen vollständig. Auch O2 ist ja inzwischen mit Dual Cell HSDPA unterwegs. Das heißt, alles bis auf NFC und jetzt kommt der Clou, dafür stimmt der Preis 299 € ohne Vertrag. Das heißt, wir reden da wahrscheinlich über Straßenpreise von, naja, vielleicht so etwas leicht über 250 € vielleicht oder sowas zum Start. Also das finde ich absolut brillant für eben so ein großes Display. Ich habe, wie gesagt, alles, was ich brauche. Sieht schick aus, ist sehr stabil und der Clou an der Geschichte ist, ich kann hier mit dem Tablet, das nur Wireless LAN beherrscht, kein 3G oder 4G, kann ich die beiden Geräte koppeln über eine App. Das heißt also beispielsweise, ich kann hier, das fungiert dann sozusagen wie ein Wireless LAN Hotspot, aber über App eben halt, dass die sich untereinander abgleichen, was die Daten betrifft. Und ich kann eben halt auch mit meinem Tablet unterwegs surfen, ohne dass ich da eine zweite Karte, einen zweiten Vertrag oder was auch immer bräuchte. Das heißt also, wenn ich die Geräte zusammen benutze, dann fungieren die auch als Einheit. Deswegen hatte ich euch auch das Tablet am Anfang mal vorgestellt. Last but not least habe ich hier oben dann noch entdeckt, da gibt es sogar eine Infrarotschnittstelle.
Schnittstelle. Das heißt, mit der zugehörigen App hier kann ich, wie man es ja bei dem G2 jetzt auch schon hatte, das Gerät dann anschließend auch noch benutzen als Infrarotfernbedienung. Wie man sieht, auch für verschiedene Zimmer. Da kann ich dann meine Geräte eingeben. Natürlich nicht nur LG-Geräte. Und dann meine L9-2 dann auch noch als Fernbedienung nutzen. So, das soll es jetzt mal gewesen sein als erster Eindruck. Verfügbarkeit, ich würde mal sagen, so wahrscheinlich im Oktober. Und das mit den 2,99 habe ich jetzt auch erstmal gemutmaßt nach ersten Hinweisen hier. Das ist jetzt noch nicht so der offizielle Preis, aber ich glaube, allzu viel dürfte sich da wohl nicht mehr dran ändern. Deswegen werden wir damit wohl schon im grünen Bereich liegen, nehme ich mal an. So, also das soll es jetzt mal gewesen sein als erster Eindruck des LG L9-2.